Moin aus Kiel. Schlagzeile heute in den Kieler Nachrichten. Jeder dritte Betrieb kann seine Lehrstellen nicht besetzen. 7.100 Ausbildungsplätze noch frei. Und diejenigen, die eine Ausbildungsstelle bekommen haben, die erfüllen oft nicht die Anforderungen. Das ist ein ganz großes Problem, wenn junge Leute, die die Schule zu Ende gebracht haben, keine Ausbildungsstelle bekommen oder den Anforderungen nicht gewachsen sind. Der Autor beschreibt dann teilweise, woran das liegt, und das, was wirklich wichtig ist, kommt allerdings nur ganz am Ende des Artikels so quasi als Fußnote vor. Ich lese Ihnen das mal vor. Die meisten Probleme, die die Betriebe beschreiben, sind fehlende Leistungsbereitschaft, Motivation und Belastbarkeit. Das sind genau die Bereiche, die man manchmal lapidar zu den Sekundärtugenden zählt, und als AfD haben wir vor dem Sommer einen Antrag hier eingebracht, dass genau diese Bereiche Fleiß, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, dass die mit Noten bewertet werden sollten. Also nicht nur vorgelebt und gelehrt werden sollten, sondern dass es ein eindeutiges Feedback für unsere Jugendlichen gibt, dass die ihr Verhalten und ihr Auftreten in der Schule dann reflektieren können. Und zwar ganz schonungslos ehrlich. Die Vorteile von den Kopfnoten liegen auf der Hand. Erstens bekommen die Schüler ein klares Feedback, und zweitens kann es, wenn die Noten denn stimmen, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ganz erheblich steigern. Und nicht zuletzt haben die Schüler dann nicht nur die Chance, eine Ausbildungsstelle zu bekommen, sondern die auch auf Dauer zu behalten. Als AfD setzen wir uns weiter dafür ein, dass Schüler eine ganz klare, transparente, ehrliche Rückmeldung bekommen für sich selber, dass sie wissen, wo sie stehen, was ihre Möglichkeiten sind. Ganz nebenbei aber auch für die Betriebe, dass die wissen, wer kommt denn da. Dass Jugendliche eine Ausbildungsstelle bekommen können und behalten können, das erscheint mir im Moment das Wichtigste. Deswegen klare Ansage, als AfD werden wir uns für die Bewertung in Form von Noten von diesen Bereichen einsetzen.